Hallo, heute dominiert in den Wirtschaftsnachrichten das Thema, dass die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit der USA jetzt schlechter beurteilt. Also die USA haben ihr Top-Rating AAA verloren und sind jetzt mit AA+ geratet, was international noch immer ein recht hohes Rating ist, aber eben nicht mehr die Top-Bonität. Ich möchte mal aus dem Anlass die Staatsschulden der USA mal genauer anschauen und vor allem Größenordnungen runterrechnen. Ich möchte mal anschauen, wie viel Schulden hat die USA eigentlich, wenn man es pro Arbeitnehmer in den USA runterrechnet, warum ist diese Problematik so enorm? Ich habe so gerade im Handelsblatt gelesen, Börsencrash, der DAX rasselt um 250 Punkte hinunter, weil eben das Rating, die Kreditwürdigkeit der USA in Frage gestellt wird oder runtergeratet wird. Ich glaube, dass die Medien da immer ein bisschen übertreiben, ja, also ein Kursverlust von 250 Punkten beim DAX, beim Punktestand von 16.000 ist noch kein Börsencrash. Ja. Aber die Problematik dieser Staatsverschuldung, die ist schon ganz enorm und das möchte ich mal in dem Video einmal genauer ansehen. Ich habe mir aus Spaß einmal angesehen, wie hoch waren die Schulden der USA. Die Staatsverschuldung zu meiner Geburt, das ist also rund ums Jahr 1980 herum, und da erreichten die Schulden, die Staatsschulden in den USA gerade die Marke von 1 Billion US-Dollar, also 1000 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2020, 20 Jahre später, wo ich also gerade mein Abitur gemacht habe, waren es dann schon 5 Billionen US-Dollar. Das heißt, innerhalb von 20 Jahren hat sich die Staatsverschuldung verfünffacht. Ja. Das Bruttoinlandsprodukt und die Wirtschaftsfähigkeit der USA ist zwischen 1980 und 2020 auch deutlich gewachsen, hat sich allerdings nicht verfünffacht, also nicht einmal annähernd. Ja. 2010, wieder 10 Jahre später, lag die Staatsverschuldung in den USA dann bereits bei 12 Billionen. Also innerhalb von 10 Jahren hat man 7 Billionen zusätzlich gebraucht. Ja. Eine Summe, wo man davor 200 Jahre gebraucht hat, um diese Summe zu erreichen. 2020 war es dann schon 23 Billionen. Also innerhalb von 10 Jahren hat man noch einmal 9 Billionen zusätzlich gebraucht, um die Ausgaben des US-Haushaltes zu finanzieren. Das war Anfang 2020. Da habe ich mir jetzt schon Monatsdaten und nicht Jahresdaten angeschaut, weil ich den Zeitpunkt unmittelbar bevor der Beginn der Corona-Krise haben wollte. Da lag die Staatsverschuldung in den USA also bei 23 Billionen US-Dollar. Und aktuell, das sind Juni-Daten von diesem Jahr, von 2023, liegt die Staatsverschuldung bei 32 Billionen. Sie hat sich also innerhalb von nur 2,5 Jahren um zusätzliche 9 Billionen, 9.000 Milliarden erhöht. Ja. Das war jetzt also eine sehr abstrakte Einleitung in diese Problematik. Man sieht also, dass die Schulden immer schneller anwachsen. Man braucht immer weniger Zeit, um eine zusätzliche Billion, um zusätzliche 1.000 Milliarden an Schulden zu machen. Es sind aber eben Summen, wo man sich sehr schwer was darunter vorstellen kann. Deswegen habe ich mir jetzt einmal angesehen, wie viele Arbeitnehmer gibt es in den USA. Das sind, also wenn man kurz im Internet recherchiert, 158 Millionen Menschen, die in den USA tätig sind, die einem Job nachgehen. Ich habe das jetzt auf 160 Millionen aufgerundet, damit ich mir mit dem Rechnen ein bisschen leichter getan habe. Und wenn ich jetzt diese 32 Billionen US-Dollar pro Arbeitnehmer in den USA runterrechne, dann ergibt das die wunderschöne Summe, wenn ich das eben rund von exakt 200.000 US-Dollar pro Person. Also die Rechnung ist relativ simpel. 32 Billionen US-Dollar Staatsschulden, 160 Millionen Arbeitnehmer, also von mir um 2 Millionen aufgerundet, ja, ergibt also dann genau 200.000 US-Dollar pro Person an Staatsschulden. Ja. Da kommen dann noch die Kreditkartenschulden und die Bankschulden und so weiter der USA dazu. Aber allein der US-Staat, der Bundeshaushalt, der schuldet Dritten 200.000 US-Dollar pro Arbeitnehmer. Und das zeigt sehr schön die Problematik auf. Ja. Es ist also hier längst der Punkt erreicht, ja, wo klar ist, dass das niemals zurückgezahlt werden kann. Ja. Überlegen wir uns das nur mal kurz runter. 200.000 Dollar pro Arbeitnehmer zusätzlich in den nächsten Jahren quasi einnehmen, ja, um die Schulden zurückzuzahlen. Zu zahlen, das ist das, was theoretisch notwendig wäre, um diesen Schuldenberg wieder abzubauen. Ja.
Also die USA sind längst kein Niedrigsteuerland mehr, ja, sondern die Steuersätze gerade für die Mittelschicht in den USA sind sehr ordentlich. Ja, und man kommt mit diesem Geld, das man einnimmt, ja, bei Weitem nicht aus. Ja. Um also hier Schulden zurückzuzahlen oder nur zumindest die Schulden nicht zu erhöhen, ja, müsste man also in den nächsten Jahren immense neue Steuern einführen. Ja. Das wird politisch, denke ich, nicht gehen. Und um die Schulden eben zurückzuzahlen, müsste ich pro Arbeitnehmer in den USA zusätzlich, ja, je nachdem über welchen Zeitraum ich sie zurückzahlen wollte, 200.000 US-Dollar zusätzlich an Steuern einnehmen. Ja. Es ist also, wenn man sich das nur ein bisschen runterrechnet, ja, dann ist ganz nüchtern betrachtet klar, dass das nicht gehen wird. Ja. Ich habe jetzt noch die zusätzliche Summe, also diese neue Staatsverschuldung von 9 Billionen Dollar, also 9.000 Milliarden, die also seit Beginn der ersten Corona-Maßnahmen bis heute an Schulden gemacht wurden, angeschaut und die ebenfalls pro Arbeitnehmer runtergerechnet. Das sind also 56.250 US-Dollar pro Arbeitnehmer, die allein in den letzten 2,5 Jahren an Schulden gemacht wurden. Das sind also ungefähr 2.000 Dollar pro Arbeitnehmer und Monat, die der Staat in den letzten 2,5 Jahren mehr Ausgaben hatte, als er Einnahmen gemacht hat. Das zeigt also recht deutlich, wie groß diese Problematik mittlerweile ist, wenn pro Arbeitnehmer und Monat 2.000 Euro zusätzlich an Ausgaben notwendig sind, denen keine Einnahmen mehr gegenübersteht, die man eben auf Schulden macht. Ja. Und man kann sich das auch anschauen. Ich habe also verschiedentlich versucht, so insgesamt die Kosten der Corona-Maßnahmen abzuschätzen und ich komme da immer wieder so auf einen Betrag 1.000 bis 1.500 US-Dollar oder auch Euro pro Person und Monat während der 24 Monate, die Corona-Krise gedauert hat. Also das sind schon ganz immense Mengen. Also wenn man sich anschaut, wie viel Schulden vorher dafür schon monatlich gemacht wurde und wie es dann nochmal schneller geht, dann hat man meiner Meinung nach so approximativ eine Größenordnung. Ja. Die Situation war jetzt in den USA sehr lange Zeit, über die letzte Dekade so, wie übrigens in der Eurozone auch. Ja. Ich behandle jetzt in dem Video auf gegebenen Anlass die USA, aber die Relationen schauen in der Eurozone nicht so viel anders aus, ja. Dass man halt in den letzten 10 Jahren sehr viel Schulden über neu gedrucktes Geld finanziert hat. Das hat zur Inflation geführt. Das hat dazu geführt, dass im letzten Jahr die Inflation fast außer Kontrolle geraten ist. Das war schon sehr kritisch. Die Notenbanken haben es geschafft, die Inflation einzufangen. Die Inflation sinkt auf breiter Front. Diese Krise ist gerade noch gelöst worden. Das sehe ich isoliert betrachtet als relativ optimistisch, dass das auch weiterhin glückt. Ja. Also solange der Staat oder die Zentralbanken kein neues Geld mehr drucken, ja, wird die Inflation zumindest nicht mehr in den zweistelligen Bereich zurückgehen, wo sie letzten Winter lag. Diese Phase dürfte vorbei sein. Aber der Kollateralschaden ist, dass man Geld, das man nicht über Einnahmen einnimmt, ja, auf Staatsseite, ja, jetzt nicht einfach mehr drucken kann, das hat die Inflation verursacht, sondern man braucht jetzt, ja, für jede Milliarde, die man mehr ausgibt, als man einnimmt, irgendjemand, der sie einen borgt. Und das wird einfach langsam knapp und das merkt man auch, indem der Zins eben in die Höhe geht. Die USA haben also nie so stark die Zinsen manipuliert, wie das die EZB gemacht hat. Ja. Deswegen ist auch, glaube ich, das Thema Inflation in den USA nicht ganz so heftig gewesen, wie das bei uns ist. Ja. Aber die USA haben es durch ihre Notenbankpolitik schon geschafft, dass sie in den letzten 10 Jahren so Pi mal Daumen 1-3% Zinsen für ihre Staatsanleihen zahlen musste. Ja. Das ist historisch schon sehr viel niedriger, ja, als das in der gesamten zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war. Ja. Es gab da eine kurze Zeit am Beginn der Corona-Panik, wo man so viel Geld gedruckt hat, dass die Zinsen sogar unter 1% gesunken ist. Das ist aber für die Gesamtbetrachtung meiner Ansicht nach eher irrelevant. Also insgesamt kann man festhalten, dass die Schulden, die die USA in den letzten 10 Jahren aufgenommen haben,
oder auch Altschulden, die in den letzten 10 Jahren prolongiert worden sind, also verlängert worden sind, wenn alte auslaufende Anleihen durch neue ersetzt worden sind, dann haben sie ungefähr 1-3% an Zinsen gezahlt. Also im Durchschnitt, der Durchschnitt wird etwas über 2% liegen. Und aktuell zahlen die USA wieder über 4% Zinsen auf ihre Schulden. Und das ist natürlich schon ein enormes Problem. Wenn man sich den Schuldenberg von 32 Billionen US-Dollar, also 32 Milliarden, 32.000 Milliarden US-Dollar anschaut, und das pro Arbeitnehmer runterrechnet und sich dann die Zinszahlungen bei 4% Zinsen ausrechnet, dann kommt man genau auf 8.000 US-Dollar pro Arbeitnehmer, die die USA bei 4% Zinsen auf ihren gesamten Schuldenstand Jahr für Jahr nur an Zinszahlungen leisten müssen. Das sind also pro Monat 8.000 durch 12, 666 US-Dollar im Monat, die jeder Arbeitnehmer an Steuern zahlen muss, nur um die Zinslast zu stemmen. Also der Staatshaushalt kommt mit dem Geld, das er einnimmt, lang nicht aus. Das ist alles nochmal nebenbei, ja. Da ist noch kein Euro oder kein Dollar für Schulen, für Gesundheit, für Verwaltung oder Ähnliches oder bei den USA für Rüstung drin, sondern das sind rein 666 US-Dollar pro Monat, die jeder einzelne amerikanische Arbeitnehmer für die Zinslast zahlen muss. Und diese Zinslast, die ist halt schon im letzten Jahr als Kollateralschaden der Inflationsbekämpfung immens angestiegen. Und das ist auch die Gretchenfrage. Also die USA-Notenbank kann nicht beides machen. Sie kann Staatsfinanzierung über die Notenbank betreiben, das hat man in den letzten 10 Jahren gemacht. Dann baut sich ein Inflationsdruck auf, der sich dann in einer Krise sehr schnell entladen kann, wie wir 2021 und 2022 gesehen haben und bei jedem Supermarkt-Einkauf gespürt haben. Oder sie bekämpft die Inflation, dann kann sie keine Staatsfinanzierung über die Notenpresse betreiben und dann steigt der Zins an. Und wir sind jetzt eben bei 4% Zinsen auf US-Staatsanleihen. Und wenn jetzt die Bonität runtergesetzt wird, deswegen hat das so eine enorme Bedeutung, wäre für mich auch vorstellbar, dass man in 2 Monaten über 5 oder 5,5% an Zinszahlungen für die Schulden der USA sprechen. Das frisst sich in den Altbestand der Anleihen natürlich nur so langsam rein, aber noch einmal, weil diese Größenordnung so wichtig ist, bei 4% Zinsen auf die Staatsschulden, und das ist der Zinssatz, den die USA jetzt seit vielen Monaten für neu ausgeborgtes Geld zahlen müssen, muss die USA langfristig nur für Zinszahlungen der Staatsschulden, da ist also kein einziger Dollar, der zurückgezahlt wird, nur die konstante Höhe an Zinszahlungen beträgt 8.000 US-Dollar pro Arbeitnehmer in den USA. Also ein Haushalt mit 2 Personen, wo beide arbeiten, muss pro Jahr 16.000 US-Dollar an Steuern zahlen, nur um sich die Zinsen leisten können. Und das ist eben so diese Problematik, die dahinter mitschwimmt, weil vollkommen klar ist, dass sich das nicht ausgeht. Also die Zinsen sind nicht mehr rückzahlbar. Der Schuldendienst kann nur aufrechterhalten werden, indem immer mehr und immer neue Schulden gemacht werden. Ich warne da auch davor zu sehen, morgen geht die Welt unter. So ein Schuldsystem kann immer noch 1 oder 2 Jahre auch durch bilanzielle Tricks und so weiter am Laufen gehalten werden. Also zu sehen, wann diese Blase, diese Schuldenblase platzt. Also ich kann das sicher nicht voraussehen, wann dieser Punkt ist. Aber es ist unglaublich gefährlich, weil man aus dem eben nicht mehr rauskommt. Also unter Trump hat man gesehen, der hat meiner Meinung nach 2018 versucht, aus diesem System wieder auszusteigen. Es ist aber kaum gelungen und wie er gesehen hat, das ist unpopulär, hat er sofort wieder damit aufgehört. Biden dagegen macht eigentlich Schulden, als gäbe es kein Morgen. Ich denke mich da auch in einen Politiker, egal von welcher Partei jetzt rein. Also wenn der an die Macht kommt und dieses System sieht, was sich eben die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat, es gibt innerhalb dieses Systems meiner Meinung nach keine Lösung mehr. Es ist nur eine Frage, wie schnell die Schulden weiter erhöht werden. Aber man müsste jetzt also quasi, also man kann das schon ganz gut, glaube ich, mit Drogenentzug vergleichen. Also dieses billige Geld war eine unglaubliche Droge, wo man sich verschiedentlichen Stellen in der gesellschaftlichen
an verschiedenen Stellen gesellschaftliche Probleme nicht sehen musste. Ja, man konnte jedes Problem kurzfristig mit unglaublich viel neu gedrucktem Geld lösen. Ja, und die Probleme sind dann auch massenhaft nicht eskaliert, weil man sie einfach mit neuem Geld zugepflastert hat. Ja, aber das hat unglaubliche Kollateralschäden, wie eben auch Drogenmissbrauch im größeren Maßstab. Und man braucht immer mehr Geld, immer mehr von dieser Substanz, ja, um die Schmerzen zu unterdrücken. Ja. Und Politiker, die also in diesem System gewählt werden, ja, die dann oft von Umfrage zu Umfrage denken, ja, und in erster Linie an der Macht bleiben wollen, ja. Also es wird niemand dieses Problem ernsthaft angehen. Und das hätte man vielleicht in der letzten Finanzkrise noch auf eine halbwegs gesunde Art lösen können, hätte aber Schmerzen verursacht. Ja. Mittlerweile ist das so groß geworden, ja, dass das meiner Meinung nach innerhalb dieses Systems kaum lösbar ist. Ja. Und deswegen ist das auch so gefährlich, wenn die Ratingagentur quasi die Bonität der USA runterschraubt, weil das hier schon sehr nah am Märchen mit dem Kaisers neue Kleider ist. Ja. Also die USA sind quasi nackt. Sie können diesen Schuldendienst nicht mehr ewig aufrechterhalten. Und wenn der erste schreit, der Kaiser ist nackt, dann fällt es auf einmal den anderen auch nicht mehr so leicht. Also es gibt tausende Manager von Pensionsfonds, von Fonds, die an der Börse gehandelt werden, ja, die einfach immer weiter in US-Staatsanleihen investieren. Wenn man das macht, was die Herde macht, wird kaum jemand das kritisieren, weil es haben ja alle anderen auch getan. Ja. Aber wenn man sich das eben einfach mal nüchtern durchdenkt, 8.000 US-Dollar pro Arbeitnehmer in den USA nur für Zinszahlungen bei 4%. Und 4% muss ja nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also wenn genau so eine Dynamik einsetzt. Man stellt die Zahlungsfähigkeit der USA öffentlich in Frage, was also jetzt Fitch leicht getan hat, indem er mal die Kreditwürdigkeit, die Topnote verloren gegangen sind. Wenn das also erste Leute in Frage stellen und sagen, ich kaufe als mehr oder weniger verbeamteter Manager in der Finanzindustrie, ich kaufe jetzt für meinen Fonds keine Staatsanleihen mehr, ich suche mal andere Sachen, ja, dann steigen die Zinsen nochmal in die Höhe, weil die USA darauf angewiesen sind, jedes Monat etliche Milliarden mehr auszugeben, als sie einnehmen. Es ist also zumindest empirisch, kann man es feststellen, in den letzten 20 Jahren so gut wie niemandem gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt in den USA schaffen. Ich glaube, unter Bill Clinton war das letzte Mal, dass es zumindest einzelne Quartale gab, ja, wo, wenn man die Zinszahlungen ausgleichen, die Staatsausgaben über die Einnahmen abgedeckt waren. Ja. Also Clinton hatte damals die privilegierte Situation, in einer sehr guten Wirtschaftsphase Präsident zu werden. Ja. Und da gab es also nach meiner Erinnerung einzelne Quartale, wo das gelungen ist. Aber das war das letzte Mal und Bill Clinton ist jetzt doch schon eine Weile her. Ja. Seither muss jeder Politiker in den USA, unabhängig von welcher Partei, jedes Monat zig Milliarden über die Finanzmärkte aufnehmen, um die Ausgaben tätigen zu können. Man ist also vollkommen abhängig von dieser Finanzindustrie. Und wenn die jetzt also anfängt, die Bonität der USA zu hinterfragen, dann können die Zinssätze, das ist meiner Meinung nach jederzeit möglich, es ist aber auch möglich, dass das nächste halbe Jahr nicht passiert, das ist eben so eine psychologische Sache, die ich kaum einschätzen kann, aber man kann nur historisch sehen, wenn das mal in Frage gestellt wird, wie im Eurosystem vor 10 Jahren, dann können die Zinssätze auch ganz leicht drastisch anheben. Und wenn die Zinsen für US-Staatsanleihen 6% erreichen, das ist ein Niveau, das historisch lange Zeit normal war, ja, ein positiver Realzins, ja. Wenn die Zinszahlungen also 6% erreichen und nicht 4%, dann muss ich auf einmal pro Arbeitnehmer in den USA nicht 8.000 US-Dollar pro Jahr an Zinszahlungen leisten, auf den Gesamtschuldenbestand gerechnet, sondern 12.000 US-Dollar. Ich müsste also für eine Zinserhöhung um 2% sofort die Steuern in der Größenordnung von 300 US-Dollar pro Monat für jeden einzelnen Arbeitnehmer, für alle erhöhen, um das auszugleichen. Und hier kann man sich einfach mit Größenordnungen ausrechnen, ja, dass hier relativ leicht ein Punkt erreicht werden kann, wo das nicht mehr geht, wo ein weiter wie bisher in diesem System nicht möglich ist. Ja. Man hat also mit allen möglichen Tricks, eben Notenbankfinanzierung der Staaten, Zinsmanipulation nach unten, diesen Gaul geritten, ja, bis er nahezu tot ist. Ja. Und irgendwann einmal wird es hier nicht weitergehen. Also ich bin da immer sehr vorsichtig mit dem
Was ich nicht weiß, ja, also ob dieser Punkt erst in 2 Jahren da ist oder ob wir ob das jetzt mit dem Downgrade der Bonität nach dem Handelsblatt heute, eben die von einem Börsencrash schreiben, ob das jetzt schon beginnt, ja, und ob wir im Herbst bereits den großen Börsenkrach haben werden, ja, weil die Zahlungsausfälle der Staaten auf einmal wieder Thema sind, oder ob man hier nochmal schafft, ja, den Fokus woanders hinzulenken, ja, und ob sich dieses Rad noch 2 Jahre weiter dreht, das kann ich nicht voraussagen. Ja. Aber man kann sehen, ja, dass dieses System nur mehr funktioniert, wenn die Staatsschulden alle 2 Jahre neue Dimensionen erreichen. Also nochmal ein bisschen zurück zu den Zahlen. 1980 hat die USA 1 Billion US-Dollar an Schulden gemacht. Ja. Also jetzt 1776, oder, war die Unabhängigkeit der USA, und wahrscheinlich hat man damals begonnen, Schulden zu machen. Das ist jetzt nicht unbedingt sehr exakt, aber man hat, sagen wir mal, 200 Jahre gebraucht. Also es wird nicht ganz unreal sein, um die erste Billion an Schulden zu machen. 2020, also in der Zeit von meiner Geburt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Abitur gemacht habe, hat man schon 4 Billionen Schulden gemacht. Also viermal so viel wie in den ersten 200 Jahren, nur in der Zeit, die ich gebraucht habe, um von meiner Geburt bis zum Abitur zu kommen. Bis 2010, also 10 Jahre später, waren es dann wieder um 7 Billionen mehr, also bereits 12 Billionen. 2020, am Beginn der Corona-Krise, waren es dann bereits 23 Billionen, und aktuell sind es 32 Billionen. Man hat also allein in den letzten 2,5 Jahren 9 Billionen an Schulden zusätzlich gemacht, ja. Und in den ersten 200 Jahren der Existenz der USA hat man 1 Billion gemacht. Also man braucht jetzt ein Quartal, ja, um so viel neue Schulden zu machen, um wie die ersten 200 Jahre im Bestand der USA. Vielleicht liege ich jetzt um 15% falsch, ja, aber ich möchte diese unglaubliche Dynamik zeigen, ja, dass dieses Geldsystem, ja, ein immer mehr und mehr an Schulden braucht, um noch irgendwo weiter zu funktionieren. Und der Punkt, ja, wo man sich eigentlich simpel ausrechnen kann, ja, dass das nicht mehr ewig weitergeht, der ist lang erreicht. Ja. Also im Rückblick in 50 Jahren, wenn man die Geschichtsbücher schaut, dann wird man vielleicht irgendwie feststellen, so Anfang der 2000er Jahre hätte man das wahrscheinlich noch lösen können. Ja. Nach der Finanzkrise und den Weichenstellungen, die man gestellt hat, 2007 bis 2009, vielleicht noch mit der Euro-Rettung einhergehend, hat man eigentlich die Weichen schon auf einen Punkt gestellt, der, wo dieses Finanzsystem irgendwann einmal die Grenzen erreicht hat, der, und ja, implodieren, explodieren, also wo sich irgendwas massiv verändern muss, weil ein Weiter wie bisher innerhalb dieses Systems einfach nicht möglich ist. Ja. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann sollte man halt, glaube ich, persönlich schauen, dass man seine Ersparnisse halbwegs sicher angelegt hat. Das ist ja das Kernthema dieses Kanals. Ich spreche hier sehr viel über Aktien, weil man da halt fast täglich irgendwas Interessantes findet, über das man sprechen kann. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass ich persönlich diese relativ simple Aufteilung habe. Meine Ersparnisse, ein Drittel Pi mal Daumen in Immobilien, ein Drittel in Gold, ein Drittel in Aktien. Also auch wenn ich auf dem Kanal 80% der Themen sich mit Aktien beschäftigt, weil man halt einen Goldbarren einmal kauft, dann irgendwo sicher verwahren lässt, ja, und dann nicht mehr drüber nachdenkt. Ja. Aber das ist für mich schon ganz wichtig, ja, wenn dieses System, ja, an die Grenzen gerät. Das kann meiner Meinung nach in 2 Wochen der Fall sein, es kann aber auch erst in 2 Jahren der Fall sein. Ja. Aber ich werde es erleben. Ja. Also ich rede nicht auf irgendeinen Punkt, der in 50 Jahren stattfindet, ja, sondern das ist etwas, was alle Zuseher, meiner Meinung nach, die dieses Video sehen, noch zu ihren Lebzeiten erleben werden. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann ist das, was ich machen kann, meine bisherigen Ersparnisse über die Krise zu retten, indem ich Werte besitze, die kein Gegenparteienrisiko haben. Ja? Also kein Geld auf der Bank, ja? Wo mir die Bank dafür garantiert, wo ich also Teil des Finanzsystems bin, ja? Sondern eine Immobilie, die nicht auf Kredit finanziert ist. Also wenn man die erste Immobilie kauft, um selbst drin zu wohnen, dann mag eine Kreditfinanzierung durchaus Sinn machen. Das ist aber jetzt nicht das Thema, sondern wenn es darum geht, wie bereits erspartes Vermögen angelegt wird, dann ist einfach eine kleine Immobilie, die aber
ohne Kredit finanziert ist, meiner Meinung nach eine relativ sichere Sache. Alles hat Risiken. Ja. Die Immobilienpreise, das sehen wir aktuell gerade, können auch einmal runtergehen. Nichts geht immer nur in die Höhe. Aber eine Zwei-Zimmer-Wohnung am Stadtrand von Wien wird auch in 10 Jahren noch eine Zwei-Zimmer-Wohnung am Stadtrand von Wien sein. Wenn ich die nicht über Kredit finanziert habe, vor allem nicht über einen variabel finanziert verzinsten Kredit, dann kann ich damit meiner Meinung nach relativ gut schlafen. Ja. Es gibt dann immer wieder so die Befürchtungen von einer Vermögensabgabe, ja, von einem Lastenausgleich. Ja, also ich sehe das halt so, ja, ich bringe mein Vermögen, meine Ersparnisse lieber über eine Krise gut drüber und zahle dann eine Steuer dafür, als dass ich sie in der Krise verliere, ja, was halt einfach bei nominalen Guthaben, also wenn dieses vorher skizzierte Schuldsystem, ja, an die Grenzen gerät, dann glaube ich, dass sich sehr viele nominale, also in Euro angelegte Sachen, also zum Beispiel eine Lebensversicherung oder eine Einlage an der Bank, Gefahr laufen, ja, sich in Luft aufzulösen. Ich glaube zwar nicht, dass Bankguthaben insofern gefährdet sind, dass man sein Geld nicht mehr bekommt, ja, oder Lebensversicherungen gefährdet sind, dass die Versicherung pleite geht und man die Sachen nicht auszahlen kann, das glaube ich eher nicht, ja. Die Gefahr besteht auch, halte ich aber für relativ gering, sondern ich glaube, wenn dieses System an die Grenzen gerät, dann passiert noch irgendwas Externes, man kriegt nicht mehr genug Schulden aus Staatssicht, ja, über den privaten Anleihenmarkt finanziert und der Staat muss wieder neues Geld drucken, das ist dann der Punkt, ja, wo die Inflation zurückkommt und neue Höchststände erreicht. Ja. Dann habe ich zwar, wenn ich 60.000 Euro auf der Bank habe, dann sind sie zwar insofern meiner Meinung nach sicher, dass ich sie abheben kann, aber ich kann mir halt dann vielleicht nur mal ein Fahrrad drum kaufen und kein schönes Auto mehr. Ja. Und da ist einfach ein Sachwert, wie eben zum Beispiel eine Immobilie, meiner Meinung nach zu bevorzugen, auch wenn er natürlich auch Risiken hat, aber er hat nicht diese Finanzrisiken im System. Ja. Ein Goldbarren oder ein Silberbarren, ja, ist ebenfalls etwas. Ja. Wenn ich das also nicht über Kredit finanziere, und da wäre ich also sehr vorsichtig, dann muss ich ganz genau wissen, was ich mache. Ja. Aber wenn ich heute 5.000 Euro gespart habe und ich lege es in einen 100 Gramm Goldbarren an und verwahre den irgendwo sicher, dann ist das ein Wertspeicher, der meiner Meinung nach gute Chancen hat, ja, so eine Krise relativ unbeschadet zu überstehen. Ja. Also wenn ich heute sage, um 5.000 Euro kann ich einen sehr schönen, langen Urlaub mit der Familie machen, ja, oder zumindest 2 Wochen mit einer 3- oder 4-köpfigen Familie einen sehr schönen Urlaub machen, dann wäre meiner Meinung nach die Erwartung, die ich persönlich an einem Goldbarren hätte, ja, dass wenn ich den über eine Währungskrise hinweg, über eine Phase mit noch höheren Inflationsraten hinweg, ja, in 5 Jahren oder in 10 Jahren wieder verkaufe, egal welche Währung wir dann haben werden, er wird noch immer dafür reichen, ja, um mit einer Familie einen schönen 2-wöchigen Urlaub zu machen, ja. Und dasselbe gilt halt auch für Aktien, wenn ich die nicht als spekulative Wertpapiere sehe, die ich heute kaufe, um sie übermorgen mit 2% plus zu verkaufen. Und das mache ich dann immer wieder. Also diese Art der Aktienanlage ist was anderes. Ja. Das behandle ich auf dem Kanal nicht, das mache ich auch nicht. Ja. Sondern wenn ich Aktien als Firmenbeteiligung sehe, ja. Wenn ich also zum Beispiel die Schweizer Firma Nestle sehe und ich kaufe 10 Aktien der Schweizer Firma Nestle, dann steht dahinter ein Konzern, ja, der weltweit Supermärkte mit Lebensmitteln beliefert. Ja. Und wenn ein Währungssystem krachen geht, ja, wenn es eine Währungsreform gibt, dann glaube ich, dass am Tag danach Nestle nach wie vor Lebensmittel produzieren wird. Ja. Die Menschen werden die Lebensmittel brauchen, werden sie kaufen und Nestle wird Gewinne machen. Ja. In einer sehr turbulenten Phase kann natürlich auch Nestle einmal ein Jahr Verluste machen. Ja. Aber langfristig gesehen ist das ein ähnlicher Wertspeicher für mich, ja, wie zum Beispiel Gold. Bei Gold fällt es einem, glaube ich, leichter darüber nachzudenken oder bei Immobilien. Aktien haben für viele Leute irgendeinen negativen Beigeschmack und es gibt, ja, wenn man was falsch macht, dann kann man da auch sehr viel Geld dabei verlieren. Aber wenn ich jetzt das einfach sehr konservativ anlege und sage, ich kaufe heute 10 oder 100 Aktien der Schweizer Firma Nestle und ich verkaufe sie in 5 oder in 10 Jahren wieder, dann wäre meine Rechnung, dass das sehr ähnlich aufgeht wie beim Goldbarren. Der kann auch ordentlich im Preis steigen. Das könnte als schönes Ergebnis so einer Währungskrise für den Einzelnen auch der Fall sein. Aber ich würde mir zumindest so quasi als meine, wenn ich meine Erwartungen runterschraube und ich investiere so also heute das Geld, das ich für einen schönen Familienurlaub
verwenden könnte in Aktien der Firma Nestle, dann wäre die Erwartung, dass über Währungskrisen hinweg und so weiter ich diese Aktien in 10 Jahren verkaufen kann und währenddessen auch noch eine Dividende ausbezahlt bekommen in Schweizer Franken und dass ich aber in 10 Jahren, wenn ich die Aktien verkaufe, auch wieder einen sehr schönen Urlaub mit der Familie für 2 Wochen machen kann. Ja. Also so funktioniert meiner Meinung nach Inflationsschutz, also das Kernthema dieses Kanals, aber eben die Nachrichten und wie schnell das heute geht, ja, dass das die Medienlandschaft dominiert, ja. Das ist schon ein riesiges Thema, ja. Das Ende des Schuldenzyklus, ja, bei den Staatsschulden. Ich habe auch öfter erwähnt, ich freue mich gerade über einen sehr ruhigen Sommer. Ja. Momentan preist die Börse meiner Meinung nach überall Ruhe ein, ja. Also dass die Krise nicht zu tief wird, ja, dass die Rezession eher eine milde wird, kann alles sein. Aber dieses Staatsschulden-Thema, ja, das ist im Hintergrund da, das arbeitet und es kann jederzeit wieder hervorkommen und virulent werden, wie wir eben aktuell gerade sehen. Also wie gesagt, ich mag da keine Panik erzeugen. Ich bin nicht der Meinung, dass es sicher 5 vor 12 ist, das kann sein, ja. Ich betone das noch einmal, ob dieses Schuldensystem noch 2 Jahre weitergeht oder diesen Herbst schon an die Grenzen kommt, das kann ich überhaupt nicht voraussehen. Aber ich glaube, ich kann voraussehen, dass es irgendwann mal passieren wird und ungefähr was dann zumindest passiert. Also es wird dann sehr viel Chaos an den Märkten sein und vieles wird sich im Detail erst dann herausstellen, wie es ablaufen wird. Aber ich glaube, man kann eben halt schon sagen, dass 10.000 Euro, die auf der Bank liegen, in diesem Finanzsystem drin sind, dass 10.000 Euro, die in 2 Goldbarren angelegt sind, nicht in diesem Finanzsystem drin sind. Ja. Und das ist der große Vorteil meiner Ansicht nach an Immobilien, an Edelmetallen oder an Aktien, dass sie deutlich weniger von so einer Krise betroffen sind als alles, was nominal angelegt ist. Ja, ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch.